Vanessa Mai, 30, rechnet in ihrer Biografie mit ihrem Let's Dance-Partner Christian Polans, 44, ab. Nun schießt dieser mit deutlichen Worten zurück: Vanessa Mai, knallharte Abrechnung mit Let's Dance und Christian Polans. 2017 belegte Vanessa Mai an der Seite von Christian Polans den zweiten Platz bei Let's Dance. Doch trotz des Mega-Erfolgs blickt die Schlagersängerin nicht gerade positiv auf ihre Teilnahme zurück. In ihrer Biografie I Do It My Way ließ sie ihre Zeit bei der RTL-Tanzshow Revue passieren und offenbarte, dass Christian Polans und sie zunächst nicht gut miteinander auskamen. Ich bekam einen Tanzpartner, zu dem ich anfangs keinen Draht hatte. Aber vom ersten Treffen an war er mir irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, dass der Vibe zwischen uns nicht optimal war, versuchte Vanessa ihre anfängliche Beziehung zu dem Profitänzer in Worte zu fassen. Umso schlimmer war es für sie auch, mit dem Cha-Cha direkt einen Tanz bekommen zu haben, in dem sich die Tanzpartner sehr nahe kommen. Und auch sonst hat Vanessa Mai nicht gerade schöne Erinnerungen an ihre Let's Dance-Zeit. So war es zudem schwer, es den Zuschauern recht zu machen. Die Zuschauerkritik war richtig toxisch. War ich schlecht, wurde ich zerrissen, war ich gut, war ich angeblich fake. Ich hätte damals kotzen können. Christian Polans schießt zurück. Ziemlich heftige Worte von der 30-Jährigen, zumal die teilnehmenden Promis in der Regel eine innige Beziehung zu ihren Tanzpartnern aufbauen und dankbar auf ihre Zeit bei Let's Dance zurückblicken. Vanessa Mais Eindruck beruht jedoch auf Gegenseitigkeit. In einem Instagram-Video nahm Christian Polans jetzt Stellung zu ihrer Darlegung und erklärte: Stimme ich Vanessa zu, dass wir anfangs nicht so den Draht miteinander hatten? Ja, ich wollte halt Vollgas geben und ich glaube, Vanessa war am Anfang noch nicht wirklich ready. Ich hatte das Gefühl, sie war auch sehr darauf bedacht, den Abstand zu wahren. Nach den Startschwierigkeiten hätten die beiden sich jedoch gut verstanden und die Show gerockt. Deshalb ist Christian Polans über die Darstellung in den Medien, was sein Verhältnis zu Vanessa Mai betrifft, auch nicht sonderlich glücklich. Das Einzige, was wirklich ärgerlich ist, ist, in den Pressemitteilungen sieht es so aus, als wäre ich der Grund, dass sie so eine Horrorerfahrung mit Let's Dance hatte, wobei beides nicht stimmt.